Welcome to my life, Libertas Haus. Hallo, hier bin ich mal wieder und wie ihr vielleicht so ein bisschen sehen könnt, habe ich hier Unterstützung, aber die Unterstützung liegt auf meinem Oberschenkel. Deswegen könnt ihr nicht ganz sehen. Fabian, komm mal hoch. Ja, so würde man dich vielleicht sehen. Kannst du bitte so liegen bleiben, die ganze Zeit? Das wäre super. Und wie ihr außerdem seht, sind meine schönen Haare ab. Aber das musste einfach mal sein, dass die jetzt vor dem Sommer einfach nochmal schön geschnitten werden, nochmal kurz sind und wieder dunkel nachgefärbt sind. Und ich fühle mich an sich auch wohl, aber es ist schon sehr kurz. Also vorher waren die echt 20 cm länger und jetzt sind sie so kurz. Aber die wachsen ja auch wieder. Fabian hat jetzt schon Langeweile und versucht, meine Hand zu fressen. Gut. Also würde ich sagen, legen wir gleich los mit dem nächsten Abschnitt, der aber auch echt kurz ist. Von harald@bonsai.com. Betreff WG, neuer Eintrag, Gremlitz, Frühjahr 2014. An hvh@internet.de. Mich würde wirklich mal ernsthaft und ehrlich interessieren, was ist hier Wahrheit? In diesem E-Mail-Verkehr und was ist künstlerische Freiheit? Ist der E-Mail-Verkehr echt? Müsste ich mir meinen Teil denken. Ist er fiktiv? Dann auch. Vielleicht gibt uns mal jemand eine Antwort. Von hvh@internet.de. Betreff Re, WG, neuer Beitrag, Gremlitz, Frühjahr 2014. An harald@bonsai.com. Hallo Harald. Oh, da ist irgendwas aufgeploppt. Hallo Harald, willst du wirklich eine Aussage von mir zu diesem verrückten, fiktiven Mailverkehr zwischen einem Herrn von Hülsdorf und der CH? Mit welchen Verrücktheiten soll ich mich in Ehrlichstedt noch beschäftigen? Mit Gruß, Hugo. Das war es schon, also wirklich nur was Kurzes, aber das hatte sich ja eigentlich vorher schon... Komm doch jetzt mal hierher. Komm mal jetzt. Das ist eine lange Katze, passt gar nicht richtig ins Bild. So, Fabian, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Achso, das hatte sich ja davor schon in dem Abschnitt über Harald Bonsai ja so angedeutet, dass er sich so ein bisschen natürlich fragt, ob nicht vielleicht auch in dem Blog von Corinne irgendwie was Echtes mit drinnen ist und ob er nicht vielleicht auch so ein bisschen da dem Falschen vertraut. Und da hat er jetzt nachgefragt, ich würde sagen, die Antwort war irgendwie ein bisschen unbefriedigend, denn er hat ja jetzt auch nicht irgendwie gesagt, so, nee, definitiv nicht alles richtig, warum leckst du jetzt meinen Zeigefinger ab? Du bist so süß! Oh mein Gott! Ich bin sehr verliebt in meine Katze. Ja, also ich hätte schon gedacht, dass da jetzt irgendwie eine längere Begründung oder irgendwas, aua, 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 nicht die Hand fangen, kommt, was dann irgendwie den Harald Bonsai ein bisschen beruhigt, aber kam ja irgendwie nicht. Naja, wir waren vor 2 Wochen waren wir auf Turnier und am Sonntag kamen die Videos dazu online. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wie holprig unser Start war und was denn so passiert ist, dann schaut euch auf jeden Fall die beiden Videos von Sonntag an. Diesen Sonntag kommt, aua, 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 kommt ein neues Video zu Quentin und Raban. Das habt ihr euch natürlich auch schon häufig gewünscht. Und wir sind diesen Sonntag und diesen Samstag auch wieder auf Turnier. Das heißt, das Wochenende danach wird es wieder Turniervideos geben. Gö? Mein Hausmeister schiebt gerade die Mülltonnen rein. Fabian war gerade so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, habt ihr eigentlich auch Katzen? Dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Also mein Leben wäre, glaube ich, viel langweiliger ohne diese beiden Monsterbacken, die hier mein Zuhause schön versüßen. Aua. Könntest du bitte diese Kralle aus meiner Hand nehmen? Jeder, der mal guckt, wie so ein irrer Heini. Bitte die Krallen aus meiner Hand, dankeschön. Wollen wir jetzt noch Tschüss sagen, Fabian? Vor allem du mit deinem irren Geschau. Sag mal Tschüss. Guck mal, hier ist die Kamera. Sag mal Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wieso beißt du dauernd in meine Hand? Ah ja, beiß in meinen Finger. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum leckst du ihn ab? Katzen halt. Tschüss, bis zum Freitag. Aber du hängst in meiner Hand.